Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Borderlands. Wir müssen den Deadlift erledigen, ne? Genau. Die Gestruktschlüssel nehmen. Okay, nimm mal diesen. Wo müssen wir? Nein, den müssen wir noch ein bisschen laufen. Der ist hier nicht. Dann kannst du ja immer auf der Map gucken, mit M. Ja. Und dann siehst du ja, wo wir hin müssen. Da unten. Okay, das kriegen wir hin. Wir sind da schon Level 4. Musst du einmal schaffen. Ja. Ich gehe einfach mal jetzt hier oben rüber. Von daher. Und kriegen gar nichts mehr. Oh, wir können eigentlich jetzt schon den Endboss besiegen hier mit unserem Skill. Alter, als ob du dieses Spiel wirklich schon mal gespielt hast. Wenn du hier oben weitergehst, warte, komm mit. Das zeige ich dir jetzt erstmal. Das ist so ein. Das war so der geheime Boss. Und dann hier runter. Kannst du. Hier in den Lava-Fall rein. Warte, ich häng grad fest, ja. Und dann kannst du hier durchgehen und da hinten kannst du ein Loch reinspringen und da ist ein quasi ein versteckter Boss. Ihr lasst ihn doch holen. Der ist Level 30. Egal, wir versuchen. Ja, easy. Machen wir. Kann ich hier über das Lava-Ding gehen? Nee. Okay. Was? Hm. Ja, wir sollten hier eigentlich nicht hin. Ja, easy, komm. Läuft. Meinst du, das sieht hier gar nicht gut aus? Das sieht hier gar nicht gut aus. Oh, das sieht echt gar nicht gut aus. Oh. Ich mach einen Schaden. Wir holen den. Easy. Das bringt einfach gar nichts. Ich mach kritisch. Okay, ich bin instant tot. Der hat ja null Leben abgezogen bekommen. Okay. Ich sehe gar nicht, wie viel Leben er abgezogen hat. Weil wir nur einen Schaden machen pro Schuss. Okay, ich würde sagen, wir versuchen das Ganze später nochmal. Ein bisschen später, ja. Du kannst auch E drücken, damit du sofort wieder gespawnt wirst, ne? Also, wenn du tot bist und ich keine Chance habe, dich wieder zu holen, drückst du E, dann bist du schneller weg. Gut, dann lassen wir das noch ein bisschen leveln. Ein bisschen. Und dann kommen wir einfach später zurück hierher, ne? Ja. Also machst du normalerweise so nach dem Endboss. Hey, wieso denn nach dem Endboss? Ja, weil für den Endboss musst du auch nicht Level 30 sein. Und für den wäre es halt schon relativ gut, wenn du Level 30 bist. Ach, als ob das. Ach so, ich dachte, wir kommen viel höher, so Level 50 oder so, dass das so ein Zwischenboss ist. Ja, nee, das ist so wie bei den anderen Borderlands-Teilen. Normalerweise, also beim ersten Durchspielen bist du so ungefähr Level 30. Hm. Und danach kannst du halt nochmal durchspielen und dann kommst du halt höher. So wusste ich gar nicht mehr das Level. Ja. Na egal, mir. So ich das. Hier liegt eine Wumme. Ja, die habe ich auch schon gesehen und war nichts für mich. Ach, ich bin Besseres gewohnt. Ja. Da müssen wir mal zusehen, dass wir mal schnell Level 30 kommen, ne? Ja, easy. Machen wir hier einfach die ganze Zeit die Kragans weg. Das Ding ist, wir sind halt echt schon Level 41, 5 fast. 41 Erfahrung. Easy. Ja, chillchen. Ja, auch voll gut, dass du hier bei Level 3 schon den ersten Skillpoint kriegst. Bei Borderlands 2 war es ja, Level 6, Level 5, irgendwie so. No. Hm. Boah. Was machen, wenn du hier Sauerstoff hast? Das ist. Die Gegner lassen ja auch hier so Sauerstoffteile fallen. Also das ist jetzt nicht so schwer. Das ist also so schlimm, das irgendwie zu überleben. Und
Die Quaggons in den Mund oder auf den Bauch schießen unten. Das sind die Crit-Spots. Was ist denn das? Warum ist jetzt hier Kraggen Brocken? Ja, weil gerade eben war es ein Badass. Ach so, und dann kommt dann andere nochmal raus. Genau, die teilen sich doch immer. Boah. Randgefährlicher Kraggen. Aus einem Badass werden zwei Brocken und hier ist noch ein Eruptor oder wie immer der ausgesprochen wird. Oh, ich bin Level 5. Ich bin auch Level 5. Ich konnte aber noch nicht skillen, weil hier komische Sachen rumrennen. Wie viel kommen denn noch? Ich weiß nicht, für die nächste Folge können wir uns ja mal irgendwas überlegen, wo wir quatschen könnten. Okay. Während wir die ganze Zeit rumballern sind, weil. Weiß nicht, das kommentieren ist ein bisschen doof. Ja. Warte, ich muss erstmal hier was ändern. Das ist schon wieder übel laut. So. Jetzt habe ich auf jeden Fall. Jetzt kann ich nochmal was skillen. Du gehst ja in die Mitte, ne? Dann gehe ich hier und schaffe genau. Dem Gegner Schaden zu, erhöht deinen kritischen Treffer. Okay, dann werde ich das mal skillen. Denke ich erstmal auf den rechten Zweig, weil der ist ja eher so auf Angriff gebürstet. Jo, klingt gut. So, was müssen wir jetzt machen? Hier müssen wir was unterschreiben. Wir müssen. Oh, weiter. Hier spricht Colonel Sarpedon. Elpis verlassen. Bald wird hier alles noch schlimmer. Ich will dich nicht töten, wenn es nicht sein muss. Ja, schießen! Bitte, ganz wie du willst. Hier spricht Colonel Sarpedon. Du musst die Kammerjäger töten, die auf dein Schiff folgen. Verpiss dich, Sarp! Ich lass mir doch von keiner Cosimas befehlen, die mich eingebuchtet hat! Sie sagten, deine Sprungpads sind dämlich. Ich werde sie vernichten! Wow. Nur wegen so ein paar Sprungpads. Die sind sogar voll cool. Wirst du gleich sehen. Also die Sprungpads an sich sind schon ganz geil. Ja. So, jetzt gehen wir nach Regulus Ranch. Okay. Kann man ja auch mit Autos rumdüsen? Später, ja. Warte, ich will mal was verkaufen, gerade mal. Ja, könnte ich auch mal tun. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann weg. Sniper bleibt erstmal. So, hat erstmal ein paar Sachen verkauft. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich habe nämlich neue Waffen. Hier ist eine Sniper. Und hier ist eine Wumme. Das Coole ist. Du kannst, wenn du eine Elektrowaffe hast und auf diese komischen Stationen hier schießt, da, dann kannst du die damit an- und ausmachen. Ja, nice. Das ist halt echt mega cool. So müsstest du es eigentlich hinhauen. Nach Möglichkeit nicht gegen das Schild springen, dann stirbst du. Also noch ist die Sniper echt gut. Warum? Das ist ja One-Hit, ne? Warum sind die alle hier so elektrizitiert? Ja, weil die Sniper Elektroschaden hat. Achso, das sind alles von dir, Leute. Okay. Genau. Nee, die habe ich angeschossen. Ja, meine ich, also das sind Leute, die du angeschossen hast. Ich hätte die Sniper, glaube ich, auch, kann das sein? Ja. Ist bei dir auch der Sound immer so dumpf, wenn du außerhalb von Sauerstoff bist? Ja, das ist ja okay. Halt gewollt. Ich finde jemanden, der den Empfang der Poster quittiert. Schließlich habe ich hier so eine Art respektabler Firma. Komm her. Putz. Kommst du hoch? Ich höre noch hier einen weg. Hier ist Zeug. Hier sind Waffen. Ja, ich komme sofort. Komm erstmal. Okay, ich komme mit Ton. Ich hab die gerade mitgenommen. Ja, okay. Richtiger Ninja-Looter.
Zack. Hab ich euch schon gemerkt. Ja, alles muss mitgenommen werden. Alles, was man zu Geld machen kann. Hier hoch. Sehr gut. Jetzt gib ihm das Paket. Danke. Und jetzt schwer ab. Er hat das Paket? Cool. Jetzt leg ihn um. Der Typ ist ein Arschloch. Was ist? Ausgezeichnet. Ja, schnell. Du musst dann aufheben. Das ganze Schiff verteilen. Deadlifts Männer werden zwar pausenlos versuchen, dich umzulegen. Als ob das eine... Als ob wir die Mission jetzt nicht machen können. Weil das eine Purzel da oben auf den Berg geflogen ist. Wie ist denn das da hingekommen? Ja, das ist halt so ein Problem mit der Physik. Dadurch, dass ja, dass ja hier so Schwerelosigkeit ist und die Items halt immer wegfliegen. Das siehst du ja auch, wenn du Kisten öffnest. Ja. Als ob wir das jetzt machen können. Ja. Warte, starten wir einmal kurz. Also, wir laden einmal das Game neu. Herr, was ist denn jetzt Sache? Ja, wir brauchen das eine Poster noch. Sonst können wir nicht weiterspielen. Ja, doch, das ist eine Nebenmission, aber die ist halt cool. Okay, du machst das schon. Na, ich hab dich wieder eingeladen. Jo. Nimmst du an? Ja, okay. Bin sogar schon drin. Jetzt müssen wir nur gucken, nicht, dass das da oben liegen bleibt. Wenn das da oben liegen bleibt, ist Mission broke. Nee, okay. Glück gehabt. Das wäre echt dämlich. Aber das ist halt deswegen mögen die Leute das noch nicht. Also deswegen war Borderlands 2 noch so lange beliebt, weil Leute halt sich gedacht haben, warum soll ich hier farmen? Weil bis ich mal hier meine Sachen habe mit den perfekten Parts und so ein Spaß und so wie ich so will, dauert das ja eh schon lange. Und dann ist ja hier auch noch die Gefahr, dass die Sachen einfach aus der Map fliegen. Ist es denn so gewollt oder ist das ein Bug? Das ist ein Bug. Also dass die Sachen so rumfliegen, ist gewollt. Ja. Oder dass die Sachen halt aus der Map fliegen, weil es ist nicht gewollt. Ach so. Das passiert halt, weil unter anderem, wenn du halt Gegner tötest, die haben ja dann eine Zeit lang noch eine Physik. Ja. Und bei Bossen ist das halt so, die geben ja meistens recht viel Loot. Und da passiert es halt relativ gerne, dass die dann halt selber den Loot wegkicken. Und ja. Das ist halt kacke. Weil dann kicken die halt selber den Loot weg und wenn es halt der Legendary ist, ist es halt für den Arsch. Ja, das stimmt wohl. Die haben ja eh schon eine Low-Drop-Chance. Und ja. Kriegst du das hin oder soll ich dir helfen? Ich weiß nicht, weil er hier so rumhüpft. Also wenn du mir hilfst, wäre das ganz cool. Aber ich hab's gleich. Ja, okay. Trotzdem danke. Ja. Mach du mal. Ich muss mal einmal kurz schon mal für die Hauptquest was auslösen. Boah, Alter. Ich nehme erstmal eine andere Wunde hier. Man muss ihm erstmal das Schild da wegballern, sonst bringt das ja gar nichts. Ich bin wieder auf dem Weg zu dir, pass auf. Hier ist so ein heftiger. Alter, was ist los? Ja, jetzt bin ich tot. Du bist instant tot. Junge, heftig. Wir haben sogar schon $1000. Ja, easy. Ich warte, bis du wieder da bist mit den Postern aufhängen. Nee, kannst schon weitergehen. Ich mache gleich ein paar Leute weg. Aber du solltest wieder zu mir kommen wegen der Mission. Was machen die so viel Schaden, Alter? Ja. Wenn ich das nicht so zeigen kann, liegt es daran, dass ich monatelang allein in der Wildnis zugebracht habe und fast von Kragans getötet worden wäre.
Ja, ich bin jetzt fast bei dir. Du bist fast bei mir, ist gut. Die machen heftig Schaden, ich geh einmal rein, zack. Ja, gut. Und weg. So, hier noch. Die letzten Bilder waren überbelichtet, deshalb habe ich stattdessen ein Katzenbild genommen. Katzen mag jeder. Wie auch immer. Komm zurück. Nice. Naja, wir müssen noch nicht zurück. Machen wir alles gleich. Wir machen jetzt erst die andere Mission weiter. Wieso hat das nicht geklappt? Oh, die Sicherung ist hin. Aber ich habe eine Idee. Du bist die Sicherung. Was heißt das? Wenn du den Stromkreis zwischen den zwei heißen Drähten schließt, müsste das Sprungpad reaktiviert werden. Stell dich zwischen die britzelnden Dinger. Soll ich das machen? Ja, es tut höllisch weh. Und jetzt kill den Typ, dann kannst du nach Concordia. Warum was sind geht? Diese Hyperion-Ärsche noch am Leben? Ich bin entspannter, wenn man hier so rumswitchen kann zwischen den Missionen. Naja. Guck mal, hier sind ein paar Schilde. Vielleicht ist davon eins besser als deins. Nee, alles scheiße. Dann nimm du erst. Alles scheiße, alles schlechter als deins? Ja. Okay. Das mit. Das war nicht geplant. Kommst du? Jo, ich habe was eingesammelt. So, erledige Deadlift. Sozusagen. Also wenn ich mich recht erinnere, kommt jetzt direkt Deadlift, also es kommt heißt direkt der nächste Boss. Du durftest Sprungpads benutzen? Ich durfte nie ein Sprungpad benutzen. Ich habe auch viele Unschuldige sterben sehen. Aber trotzdem, Sprungpads. Sprungpads. Muni kannst du generell ja immer alle einsammeln, weil wir ja zu zweit sind. Das heißt, die überbleibt, die kriege ich dann direkt. Und der droppt eine echt coole Waffe. Die darfst du dann von mir aus nehmen. Und nach dem Kampf müssen wir schon wieder Pause machen. Ach ja. Oh, schnell vergeht die Zeit. So, das ist jetzt auch so ein Elektro-Typ. Genau. Deswegen kann ich meine Sniper leider nicht benutzen. Du musst mich einmal verteidigen. Wo bist du denn? Ja, nee, so wie den Ablässe, alles gut. Du musst ja jetzt so ein bisschen mit den Sprungpads arbeiten, ne? Weil der halt auch die ganze Zeit herumhält. Aber ich bin unsichtbar. Eine gute Deadlift. Also immer wenn ich alleine gespielt habe, was heißt immer, manchmal wenn ich alleine gespielt habe, hat mir halt richtig Sorgen gemacht. Also ich habe mich dann echt ein paar Mal weggemacht. Es geht, ey, kriegt ganz schön viel kritische Treffer. Ja. Du musst halt nur aufpassen, gleich setzt er halt irgendwelche Plattformen unter Strom. Dann kriegst du halt richtig hart Damage, wenn du drauf stehst. Ich habe keine Muni mehr für die andere Waffe. Die anderen schießen. Ja, machen wir halt. Die bessere Waffe ist es halt. Von mir aus darfst du gleich seine Waffe haben. Das ist halt eine Laserwaffe. Weil der ist ja schon tot. Hier, die hier, die blaue. Wo ist die? Da. Jetzt such den Digistruck-Schlüssel. Er muss hier irgendwo sein. Ich rüste die erstmal direkt aus. Kannst du mir kurz mal Rückendeckung geben?
Ja, hier ist gerade keiner. Wo ist denn? Doch da. Oh, ich hab einen Skin freigespielt. Wo ist denn seine Waffe? Ach, da. Alternativ Wander. Die ist so scheiße. Die ist richtig gut. Wenn du sie nicht willst, gib mir die. Ich spiele die gerne. Die hat, macht Schaden 8. Ja, chill doch. Das ist eine Laserwaffe. Oh, die ist geil. Okay, wohin? Da hoch. Ja, danke, dass ich jetzt die ganze Zeit mit dem Ding rumschieße. Bitte, bitte. Gib mir nicht anders. Also wenn du die ganze Zeit Waffe wechselst, so bis die Animation von der neuen Waffe kommt, dann hörst du auf zu schießen. Also du dann immer die Schießanimation überspringst. Ja, dann hol mal den Schlüssel. Hier, erstmal Sparformierung. Erstmal looten. Alter, was kriegen wir denn bitte nur Kisten mit scheiß Pistolen? Also ein das MG wäre ganz geil mittlerweile. Ab. Ja, irgendwie sowas. Banzer, bin ich froh, das zu sehen. Heb's auf! Jetzt, wo du den Digistruck-Schlüssel hast, kannst du eine meiner Mondsumis bei der Dahlstation anschalten. Ja, okay. Und würde ich sagen, machen wir jetzt hier nach dem großen einen Cut. Genau. Alles Klärchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.